Willkommen zu CSR Automotive. Endlich haben wir den Slot. Es geht ab zum Chris. Der ist schwer beschäftigt. Die Karre bekommt jetzt endlich Folie. Und zwar fahren wir dann nach Würzburg. Wir zeigen euch ein bisschen, was der Chris alles so macht, was er schon vorbereitet hat. Und Brandon, ich würde sagen, ab ins Auto und Vollgas. Auf geht's. Los. So, da sind wir. 150 Kilometer Brandon, ich hoffe, es lohnt sich. CR Car Wrapping. Der Chris, wir empfangen ihn gleich. Er wird ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht laufen auch schon die Drucker. Und so soll er mal ausschauen. Hier sein Messeauto Motorshow Essen. Schaut ziemlich cool aus. Auch so der matte Look da, ne? Hat er gesagt, dass das auch so ein bisschen matt wird. Und ja, eben dann in den CSR-Farben und in dem Design, das wir uns dann auch speziell ausgedacht haben. Also da macht sich dann auch wirklich einer richtig Gedanken und designt das und der druckt das dann und dann kommt das irgendwie auf die Folie. Aber all das wird er uns erzählen. Brandy, geh mal rein. Los. Chris, servus. Hi, servus. Mensch, die Bude ist voll, Wahnsinn. Ja. Ist überhaupt noch Platz für uns? Geht. Alles klar, super. Toll, du machst alles im Endeffekt, wenn ich das so sehe, also jetzt so vom Normalo-Beschriftungsthema. Genau, Beschriftung, Scheibentönung, wie jetzt bei dem, also Familienautos zum Tönen. Okay. Ganz oft. Cool. Bis hin halt eben. Das ist jetzt von dir gemacht? Genau, ja. Schaut doch fast aus wie Original, ne? Wie kann man so kaufen sein, im Endeffekt? Ja. Cool. Ja. Und dann halt Lackschutzthema, der GT3 Grad. Oh, sehr nice. Oh, der neue sogar. Ja. Der ist 92, saufein. Ja, wird heute abgeholt. Mhm. Einmal komplett Lackschutz. Cool, cool, cool. Ach, da hast du jetzt einmal komplett transparente Lackschutzfolie. Also alles? Alles komplett. Jedes Bauteil, ja. Boah, das ist natürlich auch schwer aufwendig. Ne? Ist Action, ja. Das glaube ich. Vor allem, man sieht das ja überhaupt nicht. Ja, das ist immer so mein Ding, wo ich darauf achte, dass wirklich alle Ecken und Kanten schön umgelegt sind. Hat der standardmäßig das Carbondach? Ja, ich weiß ja es jetzt gar nicht. Der schon, ja. Nicht alle, aber der hat es auf jeden Fall. Ja, ja. Übrigens ein ganz, ganz freches Auto. Sogar als, na, ist, nee, kein Handschalter, der schaut nur so aus. Ne? Ja, das die ist, schauen die alle gleich aus. Ja, ja, ja. Ich hatte ja den 991, war ja schon ziemlich frech. Ein 992. Ich warte auf den RS, mal schauen, ob er kommt. Das ist ja auch eine ganz crazy Kombination. Wie macht man sowas? Im Digitaldruck wird es hergestellt. Im Endeffekt hier eine weiße Untergrundfolie. Also es gibt Weiß und Silber als Untergrund. Je nachdem, was man für einen Effekt am Ende haben will. Dann wird es bedruckt und dann nochmal mit einem Schutzlaminat überzogen. In glänzend in dem Fall. Geht auch matt und seidenmatt. Was hat das Auto überhaupt für eine Ursprungsfarbe? Da hinten siehst du es. So ein dunkles Grau, Metallic. Ah, okay. Cool. Ja. Und was machst du eigentlich oder was musst du denn eigentlich alles runterreißen, wenn du jetzt so ein Auto komplett folierst? Also eigentlich einmal alles. Also Stoßstangen ab, Dachantenne, okay. Türgriffe, Spiegel, alles Innenleben, aus den Stoßstangen raus, PDCs raus, also einmal. Also richtig Action-Jackson. Ja, Wahnsinn. Wie lange brauchst du für eine Komplettfolierung, wenn du so richtig Gas geben kannst? Also wenn er vorzerlegt ist, gute 2 Tage. Ja, trotzdem doch so aufwendig. Ja. Wahnsinn. Ja, aber das Resultat ist natürlich schon cool. Und wenn wir mal ehrlich sind, früher hat man die Dinger komplett lackiert. Das war so meine Zeit. Flip-Flop-Lack und was weiß ich alles. Und da hast du noch mehr Action gehabt. Ja, also da hast du auf jeden Fall mal so richtig in den Pott gelangt. Aber geile Sache. Wie lange hält so eine Folie? Also es ist ein Schutzlaminat drauf, das 7 Jahre vor UV schützen soll. Je nach Pflege, sage ich mal, realistisch 5 Jahre auf jeden Fall. Was ist dann? Was passiert dann? Schaut das dann scheiße aus? Geht's weg? Oder wie also muss man sich das vorstellen? Normal altert so eine Folie eben durch die UV-Strahlen, dann kann sie Verfärbungen bekommen oder mattierte Stellen. Dann sollte man langsam dran denken, die Folie zu entfernen. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ich komme nach 5 Jahren, sag du, was mal auf, Chris, schaut blöd aus. Dann ziehst du die Folie auch für den Kunden ab? Genau so ist es. Da müssen wir aber teilweise wieder demontieren, also um die Folie hinten am Griff wieder rauszukriegen, muss der Griff natürlich nochmal raus. Ja, ja.
Aber der Aufwand, der muss einfach gemacht werden, weil nur dafür, dass es einfacher abzuziehen ist, es nicht auszubauen, ist auch Quatsch. Also es soll ja lang halten. Von daher dann wieder Bauteile abbauen, Folie runterziehen. Innerhalb von einem Tag normalerweise ist das wieder erledigt und die Folie ist ab. Also abmontieren, rückstandslos zurückbauen, sage ich jetzt mal. Das ist ein Tag Arbeit in etwa? Also mit allem, mit ein bisschen Demontage, Klebereste entfernen, sowas. Was ist bei dir ein Tag? Du hast am Anfang gesagt 24 Stunden. Ja, also ich sag mal, entspannt für einen Mitarbeiter, dass der am Tag wirklich die Folie in Ruhe runter machen kann. Okay. Also jetzt nicht hardcore bis nachts um 12. Also wir reden jetzt von 8-Stunden-Tag. Ja, so ein normaler 8-Stunden-Tag mit allem. Alles klar, mit einer Kaffeepause dazwischen hoffentlich. Ne? Aber coole Sache. Gibt es viele Leute, die dann zu dir kommen und das einfach zurückbauen oder machen die dann 5 Jahre später eine neue Folie drauf? Öfters auch jährlich. Jährlich? Also für die Treffen. Mittlerweile durch Corona war das mal ein bisschen zurück, aber normalerweise war es oft so, dass die Leute jährlich gekommen sind. Ja. Okay. Also ich mache mein Auto auch jedes Jahr natürlich. Naja, gut. Muss ich ja irgendwo. Machen auch jeden Tag einen neuen Spoiler dran bei dir. Noch größer, ne? Genau. Ja, so nee, aber auf jeden Fall kommen schon öfters mal welche und kriegen dann was Neues. Ja. Okay, super. So, was hast du für uns vorbereitet? Ja, einen Teil habe ich schon mal gedruckt. Oh, da hinten sehe ich doch schon was. Super. Das ist quasi jetzt auf Silber gedruckt. Der Mazda gerade war auf Weiß, jetzt eben auf Silber. Also die Grundfolie ist eine silberne Folie? Genau, da sieht man im Endeffekt noch die Grundfolie, die unbedruckte oder die unbedruckten Teile sind dann eben silber. In dem anderen Fall werden die dann weiß und dann kommt eben nochmal dieses Schutzlaminat drüber. Das ist im Endeffekt, Chris, das, was wir jetzt dann vorhaben, genau, wie es ausschauen soll. Das ist natürlich schon ziemlich cool, der Farbverlauf gefällt mir klasse. Schwarzes Dach, also ein bisschen schwarz haben wir noch gelassen. Du druckst jetzt einzelne Partien aus oder ist das eine Riesenfolie, die du dann anschließend am Auto zuschneiden musst? Ja, teils, teils. Also die Motorhaube zum Beispiel, Heckklappe und die Stoßstangen, sowas ist einzeln. Auch jeder Türgriff ist nochmal separat angelegt. Nur die Seitenteile werden in einem kompletten Stück geklebt. Dass man eben nicht den Schweller zur Tür und die Tür zum Kotflügel alles separat ausrichten muss, wird die Seite eben in einem Stück foliert. Damit du es dann leichter hast im Endeffekt. Genau, dass die Passgenauigkeit hier sowieso automatisch gegeben ist und man nur wirklich die Stoßstangen noch so hinfolieren muss, hindehnen muss, dass hier die Übergänge dann passen. Okay, klasse. Genau. Sind dann die schon dreidimensional ein bisschen angepasst, die Folien? Sind die da schon, haben die da schon Zugaben? Weil ist ja klar, weil wenn ich es nur zweidimensional jetzt bearbeiten würde, würden die ja zu wenig Volumen haben. Das ist so das Schwierige in dem Ganzen. Da arbeiten wir ziemlich nah mit dem Designer zusammen, wenn er Maße braucht von der gestreckten Länge eben von dem Bauteil. Wie groß ist die Haube wirklich? Dann messen wir das nach und schicken ihm das, dass er das besser berücksichtigen kann. Okay. Wie weit jetzt? Oder bei so einem Porsche-Kotflügel zum Beispiel, der geht ja nochmal 20 cm fast gerade rein, um dann wieder hochzugehen. Also sowas muss er dann halt vorher mit einplanen können. Ja, verstehe. Okay, cool. Ja, dann würde ich doch mal sagen, schmeiß doch mal was an, dass wir vielleicht was ein bisschen in Action sehen. So, und da ist er schon am Arbeiten, der Drucker. Was kostet so ein Drucker, wenn man fragen darf? Kommt drauf an, gibt es große Spannen. Ich sag mal so zwischen 20 und 35.000. Das Equipment muss man auch erstmal haben. Ja. Ja, den haben wir jetzt ein paar Sekunden am Laufen und schon geht es ein bisschen Richtung, man erkennt was. Das müssten die Stoßstangen sein, die da jetzt kommen. Das ist jetzt die Stoßstange, aha, cool. Ja. Und wie lange braucht der Drucker dann, bis er mal so ein ganzes Foliensortiment für ein Auto fertig hat? So 6-7 Stunden ganz grob, auf höchster Qualität. Also du kannst theoretisch die Qualität runterregeln. Aber du hast bei uns hoffentlich höchste Qualität. Ja, natürlich, immer. Selbstverständlich. Nee, sonst drucke ich auch keine andere Qualität. Es bringt ja nichts, wenn es schneller geht. Nee, wenn man die Punkte zählen kann, ist natürlich ein bisschen scheiße. Ne? Ja. Okay, also das menschliche Auge soll den Abstand nicht mehr sehen können, aber der schaut gut aus. Das heißt, du schmeißt jetzt im Endeffekt heute Abend die Sachen an. Genau. Legst dich daheim in deinen Whirlpool und am nächsten Tag kannst du loslegen. So ähnlich, ja. Dann müsst ihr bis früh noch laminieren. Und ah ja, stimmt, das kommt ja auch noch. Genau. Und so dann, da kommt dann im Endeffekt das Ding dann da rein, kommt die andere Folie drauf und die wird dann einfach miteinander, wird es dann verschweißt oder verklebt? Die klebt auch wieder selbst, genau. Ah ja, okay.
Wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel zu dir kommt, wir haben ja jetzt ein bestes Beispiel, Golf 7, kennst du dich aus, hast wahrscheinlich schon einige gerappt. Richtig, ja. Mit was muss man rechnen jetzt als Kunde, wenn man so eine Vollkombination haben will? Ja, also wenn man komplett Digitaldruck will, um die 4.000 Euro. Okay, und da ist deine Arbeit dabei, da ist der Designer dabei, alles Material, Demontage, Montage. Genau. Ja gut, wenn man überlegt, was früher so eine komplette Lackierung gekostet hat. Ne? Ja. Also da muss man, und vor allem man ist halt ultra flexibel, weil sowas hier hast du früher nicht lackieren können. Das mit Airbrush unbezahlbar sowas. Ja, das ist ja gut, und Airbrush, ich meine, Airbrush ist das alte Chrom, ne? Also das will ja auch keiner mehr. Ne? Okay, super, cool. Ja, dann würde ich sagen, druck mal fleißig weiter und wir schauen uns mal entsprechend um. Chris, vielen Dank. Gerne, kein Vorweg Thema. Vorweg schon mal. Ich hoffe, die Deadline wird eingehalten. Ich sag dir, ich weiß, wo ich du bist. Auf dem Laufen. Ja. Das geht. Alles klar, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns, wir hören uns dann spätestens beim Auto abholen. Genau. Ich bin ultra gespannt und ich glaube, hier ist das Auto echt gut aufgehoben. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao, schönen Abend. So, der Chris hat uns angerufen, das Auto ist fertig foliert. Jetzt noch eine kurze Stärkung, ein leckeres Radler und drei Bratwürst. Mit Kraut, ein typisches fränkisches Gericht. Im Übrigen, wenn ihr uns besuchen solltet, gar nicht weit von uns weg, sprecht uns einfach an. Wir nennen euch typische und urige fränkische Kneipen. Ansonsten hoffen wir uns jetzt ins Auto. Der Marco begleitet mich, fährt auch das Auto zurück. Und ich bin unglaublich gespannt, wie die Folie am Fahrzeug wirkt. Also, auf geht's. Nach einer guten Stunde Fahrt sind wir dann doch endlich da. Aber wir haben ja herrliches Wetter. Da hat das Cabrio-Fahren natürlich einen riesen Spaß gemacht. Gehen wir mal rein, schauen wir mal, wie weit er ist, der Chris. So, rein in die gute Stube. Aha. Wo steht er denn? Oh, und da ist er auch schon, der Meister. Ich grüße dich. Servus, schaut ja geil aus. Ja. Ding, 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 ding. Cool. Hätte ich nicht so schön gedacht. Die Verläufe vor allem. Macht sich nice, vorne ein bisschen heller, hinten ein bisschen dunkler. So nach dem Motto, wir fahren durch die Schallmauer, aber es sind dann doch nur 300 PS. Wie lange hast du gebraucht? Sagen wir 2,5 Tage, Hardcore. Ja. 8 Stunden oder was? Ja, 8 Stunden, das wäre schön, ja. Echt? Ja, das wird schon meistens länger, ja. Also dann insgesamt 20 Stunden oder wie lange hast du rumgeht? 20 Stunden auf jeden Fall, ja. Okay. Aber mitdrucken und. Nee, drucken ist schon Vorarbeit noch. Also, die kommt noch oben drauf? Reine Arbeitszeit mit Vorreinigen. Hast du den Mindestlohn dann überhaupt drin gehabt? Ja, das ist. das muss man mal gucken. Ja, ja, das ist bei Selbstständigen tatsächlich manchmal ein Problem. Ja, ja. Ja, super cool, gefällt mir. Was ist noch zu sagen? Wir fahren einfach los, wir pflegen, wir fahren jetzt langsam. Was müssen wir machen? Na, im Endeffekt jetzt mal eine Woche nicht unbedingt waschen oder nicht mit Hochdruck waschen. Mhm. Wenn Vogelkot irgendwas drauf sein sollte, schon zügig runter machen, auch in der Anfangszeit. Mhm. Sonst nur kein Heißwachs verwenden. Also wenn ihr Heißwachs verwendet, könnt ihr es fleckig austrocknen. Das wäre natürlich schlecht. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja am Mittwoch auf die Messe fahren. Ja. Da müssen wir aber vorher nochmal. Ja, ja, das können wir schon gern machen. Aber überhaupt in Zukunft einfach ein bisschen Abstand halten mit dem Dampfstrahler. Okay. Also nicht nächste Nähe irgendwie was. Ja, vor allem da. Oh, da geht was auf und dann. Ja, 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 genau. Ne, dann schiebt man es noch am Ende runter, das kennt man. Das auf jeden Fall nicht, ja. Und man muss halt ein bisschen aufpassen, dass da nicht irgendwelche Leute, die dann da irgendwie Bock drauf haben, da, ne, keine Ahnung. Ja, ja. Sowas hatten wir schon bei S Motorshow auch. Ja. Ja. Die dann eine halbe Stunde da an dem kleinen Eckchen rumziehen, bis es dann letztendlich weg ist. Ja, ja. Okay, nee, also wir können dann für das Video, weil wir machen jetzt dann das Anbauvideo, wir können das Auto, wenn es jetzt heute zurückkommt, ganz, ganz vorsichtig mit der Hand. Ganz normal, ihr könnt da auch Reiniger, also wir können das auch theoretisch jetzt schon waschen. Es geht nur darum, wirklich um den Hochdruck, dass da jetzt nicht irgendwelche Kanten sich lösen. Mit dem normalen Schwamm, normal, Shampoo, Wasser, sowas Shampoo, geht alles. Vorsichtig, ja, genau. Ja, geht. Ja, kein Thema. Okay. Die Übergänge sind halt immer so das wichtige Thema.
dass das eben funktioniert, dass jetzt hier die Punkte nicht irgendwie so ankommen und hier laufen sie so weiter. Ah, also das ist eben so das, wo man drauf achten sollte. Also wie so ein Schreiner, der jetzt so ein Laminat verlegt, das im Endeffekt... Da musst du genau immer so präpositionieren und gucken und dass das wirklich funktioniert, ja, dass das alles zueinander passt. Schaut natürlich schon cool aus, ja, auf jeden Fall. Und auch da überall schön nochmal reingegangen in die einzelnen verschiedenen Sicken und Kanten, so dass es ausschaut wie aus einem Guss im Endeffekt. Cool. Meine Güte, man sieht, dein Laden ist voll. Ja. Chris, ja, klar, du nimmst niemanden an. Ja. Also wenn einer Bock hat, ja, meldet euch, aber erst 2023 bitte. Ja, ja. Na, so schlimm ist es nicht, oder? Ja, aber ich sag mal so, 2 Monate Vorlauf ist schon gerade. Auf jeden Fall. Ja. Also 2 Monate und die Leute können dann auch hier ganz wilde Designs bei dir bestellen. Genau. Also sowas zum Beispiel da, zum Beispiel auch bei dem Ram gerade. Hier, geh mal kurz rüber zu dem Ram, ist natürlich auch ziemlich krass. Genau, also der ist natürlich aber auch nochmal eine andere Hausnummer an Arbeit. Also ist alles deutlich mehr Folie als bei eurem Golf noch. Ja, das glaube ich, da bist du wahrscheinlich doppelt unterwegs, oder? Ja, doppelt nicht ganz, aber du musst viel doppelt machen. Also die Folie ist nicht breit genug, dann musst du das unten extra ansetzen. Also ist schon alles ein bisschen mehr Act. Verstehe, verstehe. Ja. Also vom kleinen Fiat Panda bis zum Ram ist beim Chris alles möglich. Genau. Chris, ich würde sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne, sau cool, Thema. Dass es geklappt hat. Ja, freut mich. Schau doch auch mal bei uns auf der Messe vorbei. Ja, wenn ich es irgendwie schaffe halt. Ne? Selbstständige okay. Halt. Ne? Verstehe, ja, verstehe. Ich würde sagen, in diesem Sinne hat mich gefreut. Viel Spaß damit. Na? Und die nächsten Folien, Freunde. Hier, unbedingt hier kaufen und zusammenbauen und kleben und drucken und was weiß ich alles lassen. Einmal in diesem alles. Sinne. Macht's gut. Macht's gut. Wir sind weg. Ciao. Servus.